Ist es gefährlich, jemanden zu knebeln? Die Antwort: Es ist nicht nur gefährlich, Knebeln kann tödlich sein. In der Regel werden Menschen gefesselt und geknebelt, wenn sie Einbrechern, Entführern oder Vergewaltigern in die Hände fallen. Man steckt ihnen Tücher oder Socken in den Mund, um sie am Schreien zu hindern. Und damit sie den Knebel nicht ausspucken, wird ihnen obendrein der Mund zugeklebt. Zunächst atmen die Opfer noch durch die Nase und können die Luft eine Zeit lang am Knebel vorbei durch den Rachen in die Bronchien leiten. Nach 20 bis 30 Minuten jedoch erlahmt die Rachenmuskulatur und der Knebel füllt nach und nach den Schlund bis hinunter zum Kehlkopf.